Julia Fritsch begleitet ihre beste Freundin Maike auf die Orthopädie. Bei der alleinerziehenden Mutter besteht der Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall. Ach, das ist meine Tochter. Mach das mal weg, das brauchst du jetzt nicht. Du bist jetzt hier beim Arzt. Komm. Ja, okay. War nicht so wichtig. Ja. Also seit längerer Zeit Rückenbeschwerden, haben Sie gesagt. Irgendwie zeigen Sie gerade auf den linken Oberschenkel. Das ist so wie so kleine Tierchen, die hier so runterkrabbeln. Ja, so ein Taubheitsgefühl wie Ameisen laufen. Genau, wie so ein Taubes. Seit wann haben Sie das nochmal insgesamt so? 5-6 Wochen, glaube ich. Einen Unfall gehabt? Sind Sie irgendwo gefallen oder so? Das nicht? Machen Sie viel Sport oder? Ja, ein bisschen, aber jetzt auch nicht mehr als sonst in letzter Zeit. Ne? Okay. Ja. Wäre es nochmal möglich, dass Sie einmal ein paar Schritte gehen hier? Ja. Ich hatte vorhin, als Sie ins Behandlungszimmer gekommen sind, das war eigentlich schon so ein Klassiker hier. Gehen Sie mal. Okay, kommen Sie mal wieder zurück. Kann man ganz schön sehen hier, Ben. Ja, auf jeden Fall. Eine Fußheber. Ich kann ja auch gar kein Auto fahren, gar nichts. Ich habe Sie ja hierher gefahren. Ja, das nennt man bei uns Fußheberparese, wenn man den Fuß nicht so hoch bekommt. Das würde vielleicht zu einem Bandscheibenvorfall passen. Ja, muss das operiert werden, oder? Wir müssen erst mal gucken, was er hat. Ja. Und deshalb würde ich jetzt vorschlagen, dass wir die Kernspin-Untersuchung machen. Wir machen eine Magnetresonanztomographie, das hatte auch der Kollege gewünscht. Und dann legen wir sie mal ins Kernspin rein und schauen, wie die Lendenwirbelsäule aussieht. Ja. Ob wir den Bandscheibenvorfall dann bestätigen können oder nicht. Okay. Oder ob wir was anderes sehen. Ja. Jetzt klingelt schon wieder mein Handy. Nee, da muss ich jetzt mal eben rangehen, das ist meine Tochter. Naja, machen Sie. Nele? Ja. Okay. Ja, aber ich habe gar nichts zum Anziehen dafür. Hast du vielleicht noch ein bisschen Geld genommen? Och, Nele. Ja, guck mal in der Kommode, in der weißen Kommode. Da müssten eigentlich noch 70 Euro drin sein. Ja, aber Mama, das reicht doch nicht. Ach, Nele. Mehr als 100 Euro aber nicht. So, ich muss jetzt aufhören, okay? Ja, ciao. War Ihre Tochter? Ja, das war meine Tochter. Aber was ist jetzt mit dem? Was, hallo? Was ist das denn? Was ist denn los mit dir? Du kannst doch nicht einfach da jetzt. Das bist doch nicht du. Was ist los? Ja, wir haben ja jetzt wichtigere Sachen. Wie alt ist die Tochter denn? Die ist 16. Ah. Fast 16. Und schon Studentenparty. Ja, die ist fast 16. Ja. Ja, aber die hat halt ein paar Freunde, die sind schon ein bisschen älter. Aber wie geht das jetzt weiter? Wann habe ich jetzt den Termin dann mit dem MRT? Wir würden jetzt praktisch in die Radiologieabteilung gehen. Ja. Der Benni nimmt sie mit. Okay. Ja, und dann machen wir die Untersuchung, dass wir das dann mal bestätigt haben oder halt nicht. Ja. Und schauen, was wir dann machen müssen oder was wir nicht machen müssen. Okay, alles klar. Die Befragung und auch die klinische Untersuchung und das Beschwerdebild sprach schon erheblich für einen Bandscheibenvorfall. Und der wird letztendlich aber diagnostiziert durch eine bildgebende Maßnahme hier bei uns, das Kernspin. Und ich war gespannt, was letztendlich die Untersuchung erbringen sollte. Herr Doktor. Ja. Das ist total komisch. Die hat seit 2 Wochen, ist die, ihrer Tochter, die erlaubt alles. Sie erlaubt alles und normalerweise ist das überhaupt nicht so. Normalerweise ist es schon eine strenge Mutter und die meint, das Mädchen ist erst 15. Ich denke, wir warten jetzt mal ab, was die Untersuchung bracht. Und dann sprechen Sie, wenn Sie gut befreundet sind, sprechen Sie einfach drauf an. Ja. Und dann kriegen Sie Klärung. Okay? Okay. Sie nehmen einfach Platz hier. Vielen Dank. Julia lässt der neuerdings lockere Erziehungsstil ihrer Freundin keine Ruhe. Die 42-Jährige vermutet, dass Patientin Maike damit ihr schlechtes Gewissen beruhigen will. Die Steuerfachangestellte hat nämlich seit kurzem einen neuen Partner und weniger Zeit für ihre Tochter. Hallo! Ich habe eine Frage gemacht. Ich denke, ich habe die ganze Zeit draußen gesessen. Wollt mal hören, ob es denn schon was gab? Ja, wir wollten gerade anfangen hier. Die Kernspin-Ergebnisse, die haben die Kollegen von der Radiologie ausgewertet. Ja. Es ist jetzt kein Bandscheibenvorfall, glücklicherweise. Moment, aber wir haben was anderes rausgefunden. Ne? Entschuldigung. Hallo? Was macht ihr denn hier? Louis, was machst du denn hier? Ja, ich habe was zu erzählen. Nee. Wer sind Sie denn? Das ist Ihr Sohn. Ja, das ist meine Tochter. Ihr Sohn? Und das ist die Tochter, okay. Ja. Was ist los? Nela hat sich echt was erlaubt. Die wollte dein Auto nehmen und wollte damit fahren. Und hat damit einen Unfall gebaut. Aber sie ist doch, glaube ich, 15, oder? Was? Wie geht's dir denn? Ja, gut, es ist nicht mal was passiert. Ja, es war nur der Zaun, aber. Wie denn nur der Zaun, Leute? Ja. Unverantwortlich. Ja, mal ruhig. Ich meine, ist ja jetzt nicht wirklich was passiert, sagst du, oder? Jetzt ist nichts passiert. Was ist denn los mit dir, Maike? Ja, aber. Sie ist minderjährig und hat keinen Führerschein. Ist das dein Ernst jetzt gerade? Ja, sie ist ja gegen den Zaun gefahren, ne? Also, gefahren ist schon. Verloren, Maike. Ja, aber was soll ich denn da jetzt so sagen? Ich meine, ich bin mitten im Arztgespräch. Da müssen wir sonst nachher nochmal drüber reden. Ich kann da jetzt nichts zu sagen.
ich bin froh, dass du... Ja, ja. Ich muss zum Basketballtraining. Ja, das ist jetzt hart. Tut mir leid. Aber Mama, das Geld zum Shoppen, da müssen wir auch noch mal übernehmen, ne? Das reicht ja von vorne bis hinten nicht. Also, weißt du noch, Cornelia? Das reicht an der Herrenrede. Hallo! Das kann doch nicht dein Ernst sein, Maike. Was ist denn los mit dir? Ich kann die Aufregung der Freundin von der Mutter verstehen, weil die Nele hat das Auto nicht nur entwendet, sie ist 15, sie hat keinen Führerschein und da ist die Aufregung von der Freundin natürlich verständlich. Also ich kann nicht verstehen, wie die Mutter da so locker sein kann und darüber hinwegsehen kann. Sie hat ja auch noch andere gefährdet und nicht nur sich selbst. Beruhig dich, Julia, jetzt lass uns erstmal hier... Ja. Ja, ich wollte ja gerade hier praktisch da ansetzen. Den Bandscheibenvorfall haben wir glücklicherweise ausgeschlossen. Und was aber tatsächlich zu sehen war, wir haben den Verdacht, dass sich so eine Zyste gebildet hat im Rückenmarkskanal. Hat man das gesehen oder was? Das haben wir gesehen, vermutet. Das ist aber nicht so ganz 100% kann man es nicht sagen, aber wir vermuten es auf jeden Fall. Okay. Die Untersuchung erbrachte dann überraschenderweise nicht das Bild eines Bandscheibenvorfalls, sondern den hochgradigen Verdacht auf Vorliegen einer Zyste im Bereich des Rückenmarkskanals. Und eigentlich war das schon bestätigt, aber es gibt noch eine spezielle Untersuchung, die sogenannte Myelographie. Und die wollte ich tatsächlich auch noch ansetzen bei meiner Patientin, um 100%ige Sicherheit zu haben, weil das letztendlich auch entscheidend war für die weitere Therapie. Die alleinerziehende Mutter wird stationär aufgenommen, damit am folgenden Morgen direkt die Untersuchung durchgeführt werden kann. Als Tochter Nele mittags zu Besuch kommt, wendet sich Dr. André Sattler gerade einem wartenden Begleiter zu, der noch selbst zum Patienten wird. Hallo, sind Sie der Herr Ruge? Hallo, ja, bin ich. Hallo, wollte nur kurz Bescheid sagen. Sattler mein Name. Ja, Ihre Frau ist ja operiert worden. Genau. Da haben wir die Knieoperation gemacht, wie wir uns das vorgenommen haben, ambulant. Ja. Wir machen gerade noch Abflusskontrolle, wie es ihr geht, Ja. Wie sie die Narkose verarbeitet hat. Und dann können Sie sie gleich wieder mit nach Hause nehmen. Ist ja alles gut gelaufen soweit, oder? Von unserer Seite aus sind wir zufrieden. Ja. Passen Sie zu Hause ein bisschen gut auf Sie auf da. Ja, klar. Und morgen sehen wir uns noch mal zur erneuten Kontrolle. Ja, wie lange dauert es ungefähr noch? Ich denke mal ungefähr knappe 20 Minuten, 30 Minuten und dann nehmen Sie sie mit. Ja, das ist super. Sie scheinen ja beschäftigt zu sein. Ja, ne? Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Alles gut. Machen wir so, ja? Ja, super. Tschüss. Wie, aua? Was ist los? Also, ich habe hier manchmal so ein... Ich weiß mal was. Legen Sie mal ab, ja. Ich habe hier habe ich die letzte Zeit manchmal so, okay, so einen stechenden Schmerz. Ja, seit wann haben Sie das? Ungefähr 2-3 Tage. Kommt ja auch mal wieder. Ne? Machen Sie viel hier? Ich meine, Computer mitnehmen hier in die Klinik? Fast nur. Sind Sie gestresst, also, oder? Ja, sehr. Also ich bin sehr, sehr viel am Arbeiten. Naja, das ist gerade die letzte Zeit sehr viel gewesen. Und ich bin nur am Laptop eigentlich, ne, von morgens bis abends. Ja. Das kurze Arzt- und Patientengespräch hier mit dem Herrn Ruge auf dem Flur zeigte schon das Bild von Verspannungen im Bereich der interkostalen Muskulatur, passend auch zu seiner stressigen Arbeit am PC, am Schreibtisch. Und Schwester Anne hatte ich dann trotzdem gebeten, ein EKG zu schreiben, um nichts zu übersehen, was das Herz betraf. Und hier waren glücklicherweise keine Befunde zu erheben, sodass es bewegungsabhängige Schmerzen waren. Und die wollten wir dann auch schnell in den Griff kriegen. Und das konnte ich mit dem Patienten dann besprechen. Ja. Das sieht alles so ein bisschen mehr aus wie Verspannungen durch die PC-Arbeiten, die Sie jetzt machen. Und wenn alles soweit im grünen Bereich ist, geben wir Ihnen auch noch mal so eine Broschüre mit. Ach, super. Wie man zu Hause ein bisschen vorbeugen kann. Verschiedene Übungen, die man machen kann, mal außerhalb der PC-Arbeit. Das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, das ist genau das Richtige, was ich auch brauche. Der Versicherungskaufmann wird seinen Verspannungen mit einfachen Dehnübungen entgegenwirken können. Komplizierter sieht es bei Patientin Maike aus, sowohl die Gesundheit als auch das Verhältnis zu Tochter Nele betreffend. Müssen Sie noch brechen, weil sonst nehme ich das eben. Nee, ich glaube nicht mehr. Nee. Okay. Ich messe mal eben Temperatur. Was kann das denn sein? Ja, das könnte von der OP kommen. Wie lange bleibt das denn? Also auch wenn das nur Leben. Ich messe jetzt eben die Vitalzeichen und dann rufe ich den Doktor noch dazu, ja? Ja, okay, aber wann kommt der denn? Der kommt gleich. Der hat ja auch noch andere Patienten, ne? Als ich die Frau Schüle im Patientenzimmer vorgefunden habe, hatte sie akutes Erbrechen und ihr ging es überhaupt nicht gut. Sie war auch blass. Daraufhin sollte man zuerst mal die Temperatur messen, neben Blutdruck, die Vitalzeichen. Und in diesem Fall war es so, dass der Blutdruck erhöht war. Und dann sollte man eigentlich auch sofort den Arzt rufen, weil in einer Akutsituation sollte man natürlich in erster Linie an den Patienten denken. Wie geht's Ihnen denn sonst?
Ja, ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen. André, ich rufe dich gerade an. Ich bringe gerade hier die Frau Die Patientin geht's nicht gut. Ja. Was ist denn los, Frau Schöle? Wie geht's denn? Ja, ich habe höllische Kopfschmerzen und meine Beine tun weh und übergeben habe ich mich gerade auch. Ja, hast du so gemessen? Blutdruck 160 zu 90 und 38,1 Temperatur. Okay, ja. Wir brauchen vielleicht tatsächlich ein bisschen Schmerzmedikamente und wir brauchen noch ein bisschen was gegen Übelkeit. Okay, hol ich gleich. Ja. Machen wir gleich. Und das würde tatsächlich passen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, die Untersuchung ist nicht die angenehmste. Sie haben es ja gemerkt hinten mit der kleinen Nadel, die da in den Rückenmarkskanal geführt wird. Und durch die Druckschwankungen, die wir dann haben, das Rückenmark und das Gehirn ist ja an Flüssigkeit aufgehangen. Und durch die Druckschwankungen, durch die Punktion, kann es tatsächlich zu diesen, in Anführungsstrichen, Nebenwirkungen kommen. Ja, vielleicht kann man auch irgendwie was holen oder so, dass wir das jetzt schon machen. Okay, dann kommst du gleich wieder. Okay. Ja? War ja richtig Aufregung jetzt hier im Zimmer, ne? Ja, du Mama, das tut mir auch alles total leid. Jetzt gerade auch mit der Aufregung. Ich habe mir total Sorgen um dich gemacht. Ich weiß auch irgendwie gar nicht, was los ist. Das tut mir alles so leid. Und ich habe mich auch in letzter Zeit ein bisschen blöd verhalten. Das meine ich aber auch. Das war nicht nur ein bisschen blöd, ne? Aber irgendwas scheint sie ja zu bedrücken. Oder sie wollen was sagen, so kommt es mir vor, oder? Ach so, nee, aber ja, Nele, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl in letzter Zeit, dass wir uns so ein bisschen auseinandergedriftet sind. Das wird wegen dem neuen Freund gewesen sein. Ja, weil ich ich habe das schon gemerkt. Ja, weil ich halt mit Wolfgang jetzt auch schon so viel Zeit verbracht habe und dann hatte ich jetzt nicht ganz so viel Zeit für dich. Aber ja, wie kommt's denn auch dazu, dass du dich jetzt, du bist auf einmal so komplett anders zu mir gewesen. So kenne ich dich doch auch gar nicht. Ja, da braucht man nicht alles erlauben. Das bist du ja gar nicht. Ja, ich habe irgendwie was Blödes gemacht, was wirklich Blödes. Das tut mir auch echt leid, aber ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Was? Wieso denn das? Ja, weil ich... Ja, ich hatte... Ja, weil ich halt das Gefühl hatte, wir haben so... Da ist irgendwas zwischen uns. Und dann habe ich halt einfach ein Tagebuch gelesen und dann habe ich das mit der Party gelesen, wo ihr alle so viel getrunken habt. Und wo du dann halt... den Louis angerufen hast. Und Louis? Da hätte ich's. Und warum haben sie dann den Louis gerufen? Das ist doch, glaube ich, ihr Sohn, oder? Das ist mein Sohn, ja. Mich wundert das auch gerade. Ja, Louis und ich haben halt ein gutes Verhältnis. Und meine Mom hätte mir das doch niemals erlaubt, mit der Party und dann auch noch betrunken nach Hause zu kommen. Es scheint dir ja ganz gut gefallen zu haben, wie das gelaufen ist. Ja, ich gebe zu, ich habe das alles sehr ausgenutzt. Und es tut mir auch extrem leid. Das hast du. Entschuldigung. Mama, was ist los? Ich warte schon die ganze Zeit auf dich unten im Auto. Der Motor läuft. Wir haben gerade über Sie gesprochen. Warum, wenn ich fragen darf? Schön, dass du da bist. Ich glaube, das sagen die Damen jetzt. Ja, das meine ich aber auch. Gut, dass du hochgekommen bist. Hast du vielleicht mir irgendwas zu erzählen? Vielleicht irgendwas mit Alkohol, mit Nele oder, ne? Ich habe sie mal betrunken abgeholt von der Party. Klar, es war echt super verantwortungslos von dir, dass du das gemacht hast, aber ich fand es einfach gut, dass sie sich mir anvertraut hat. Und da wollte ich sie nicht noch mehr in die Pfanne hauen. Deswegen habe ich nichts gesagt. Naja, da kann man eigentlich froh sein, dass er das gemacht hat, ne? Dass er sie nach Hause gefahren hat. Von der Hinsicht her, sage ich jetzt mal, ne? Ich will das Trinken jetzt nicht gut reden, aber... Tut mir leid, nächstes Mal sage ich auch was, aber... Ja, das wäre ganz nett. Tut mir wirklich leid. Ja. Ja, wenn es jetzt allen leid tut, dann muss ich sagen, tut es mir auch leid, dass ich die Diagnose noch überbringen muss. Ne? Das müssen wir leider sagen. Und wir haben ja diese Myelographie gemacht hier, diese Kontrastmitteldarstellung vom Rückenmarkskanal. Nebenwirkungen haben wir schon irgendwo jetzt auch bemerkt. Die Myelographie erbrachte tatsächlich dann auch unsere hundertprozentige Diagnose, die wir uns erhofft hatten. Die Patientin hatte eine zystische Struktur im Bereich des Rückenmarkskanals, ein flüssigkeitsgefüllter Raum, der auf die Nervenwurzeln drückte und keine schlimme Erkrankung, aber die schwerwiegende Symptomatiken hervorrufen kann. Und hier war jetzt eine chirurgische Intervention angeraten. Wir wollten dann mikrochirurgisch die Zyste entfernen, damit weitere Schäden an den Nerven verhindert werden konnten. Und wir schauen, dass wir dann auch vielleicht die Operation dann morgen schon durchführen können. Und je nachdem, wie sich alles ergibt, werden sie 4-5 Tage nach der Operation hier bleiben. Okay. Ja? Das ist jetzt das, was wir vorhaben. Ja, bleibt gesund. Die Diagnose steht, die Nebenwirkungen werden jetzt auch relativ rasch abklingen. Und dann planen wir den Eingriff und klären dann den Rest. Okay? Maike überstand den Eingriff ohne Komplikationen.
Die 43-Jährige hat inzwischen einen gesunden Mittelweg zwischen Strenge und Nachgiebigkeit gefunden und versteht sich mit ihrer Tochter besser denn je.